Hallo, ich bin der Justin, bin 18 Jahre alt, komme aus St. Augustin und ich bin berufstätig als Lagerlogistiker und ich gehe nebenbei gehe ich zur Kirche und bin hier Jugendmitarbeiter. Hallo, ich bin der Tobias Leder, ich bin 17 Jahre alt, ich mache gerade noch mein Abitur und bin auch nebenbei hier in der Kirche Jugendmitarbeiter. Was macht ihr denn hier? Wir sind zuständig für den Konfi-Unterricht und halt generell für die Betreuung von Konfis. Was stellt ihr denn gemeinsam an? Wir machen mit dem Konfi-Unterricht, wir spielen mit den Spiele, Freizeitgestaltungen, wir fahren mit denen auf Freizeiten, also da ist schon viel Varietät zwischendurch, was wir mit dem machen. Was gefällt euch daran? Ja, die Zusammenhalt in der Kirche. Wir sind halt, also die sind halt ein bisschen jünger als wir, aber wir sind halt nicht voneinander so viel entfernt. Und haben halt Zusammenhalt. Wir spielen Spiele zusammen, zum Beispiel ich spiele sehr gerne Fußball und dann spielen wir halt mit den Konfis gerne Fußball zusammen. Ja, auch generell das Gemeinschaftsgefühl einfach hier ist echt schön. So, da macht es Spaß, man ist hier so ein bisschen wie zu Hause. Alles sind nett zueinander. Es ist ein schönes Gefühl, hier zu sein. Warum macht ihr das in der Kirchengemeinde? Ja, das hat sich halt so ergeben. Wir sind hier, beide wurden zusammen konfirmiert und danach hatten wir das Angebot, weiter als Jugendmitarbeiter zu machen, haben dann eine einjährige, anderthalbjährige Ausbildung zum Jugendmitarbeiter gemacht in der Kirche auch. Und ja, jetzt sind wir Jugendmitarbeiter. Ja, wie Justin halt schon meinte, es hat sich einfach spontan entwickelt. Man war halt der Konfi hier in der Kirche. Man hat die anderen Jugendmitarbeiter gesehen, die dann einen betreut hatten. Und dann hat man sogar so, oh, das ist schon ein cooles Gefühl, das macht schon, glaube ich, Spaß. Und dann hat man halt von der Petra hier, unserer Jugendmitarbeiterin, den Vorschlag bekommen, selber das zu machen. Dann hatten wir so einen Informationstag, sage ich mal, haben uns das dann angeschaut. Und dann ist man einfach dazu gekommen, man hat die Ausbildung, sage ich mal, dann fertig gemacht. Und einfach auch diese Freizeit, die man halt macht, die halten hier schon einen. So, die motivieren einen, das hier zu machen. Erzählt mir mal ein Highlight. Was motiviert euch? Also mein Highlight jetzt, was mir spontan einfallen würde, wäre in Kroatien. Da haben wir in Kroatien auf dem Konfi-Camp arbeiten wir mit einer Perlenkette und da war die Stille Perle. Und bei der Stillen Perle gehen wir mal eine Stunde am Strand und reden mit gar keinem und genießen einfach die Zeit. Ich würde einfach sagen, das generelle Highlight ist einfach das Konfi Camp an sich, die 2 Wochen mit der Kirche wegzufahren, weg von den Eltern. Man ist auch meistens dann mit einem guten Freund, zum Beispiel mit dem Justin. Der macht es schon Spaß, wenn man da hinfährt, ein bisschen den Urlaub genießt. Ist einfach schon was Schönes. Danke.